Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute haben wir einmal, ich glaube, den kompletten Wochentalk wieder, wie jeden Montag. Vorweg, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, würde mich freuen. Dann würde ich sagen, starten wir heute direkt mal rein ins Video. Erstmal kleines Update, was haben wir gemacht und ich hoffe, ihr habt dasselbe gemacht. Ich habe, die 84er habe ich euch mitgegeben, ich habe ja das Video irgendwie genannt, diese Karten explodieren, so richtig, ich sag mal übertrieben gesagt, einfach, damit ihr wirklich investiert. Und 85er, die wir uns teilweise wirklich alle für 4000 zum Release geholt haben, habe ich für 7 bis 7,5 so ungefähr hier weggehauen. Das waren noch viel mehr Verkäufe. Meine Transferliste, wie ihr sehen könnt, ist immer noch, warte, kann man das sehen? 100 von 100 Plätzen. Ich kann gar nichts mehr drauf tun. Deswegen wollte ich euch einmal hier ein paar Verkäufe zeigen und die dann löschen. 84er, knapp sogar, für, okay, Bremer ist allgemein etwas teurer, weil er halt auch spielbar ist. Aber die sind auf 3.000 bis 3.500 angestiegen. Wir gucken uns auch gleich die Preise an. Und wie ich es euch auch gestern mitgegeben habe, haben wir die jetzt erstmal hier verkauft. Guck mal, das waren extrem viele. Manche habe ich relistet und die waren halt dann schon etwas teurer. Den hätte ich auch für 3.400, 3.500 weghauen können. Aber auf die Masse hinweg, Chat, ich habe die alle für 1.2 bis 1.6 geholt. Haben wir hier sehr viele Coins wieder mal gemacht. Wir sind wirklich, also wir haben gut ausgecashed, Zahltag gewesen. Wir werden auch wieder neu investieren. Aber bis dahin werde ich euch dann auf jeden Fall Bescheid geben. Dann haben wir Keyrail. Da habe ich gestern ja den kleinen Talk am Anfang vom Video gemacht. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. Und da habe ich gesagt, ey, die Hero-Karten, die droppt gleich die SBC. Das war so gegen 18 Uhr. Dadurch, die Panik war da. Die Hero-Karten sind gedroppt und danach steigen sie wieder. Und wir haben einen Keyrail für 281 geholt. Und der geht gerade für 300.000 glatt. Und deswegen habe ich den am Verkauf. War so ein kleiner Late-Night-Flip. Das kann man immer machen. Sollte für Sonntag eine neue Icon-SBC kommen. Oder halt die Icon-SBC, die wir letzte Woche hatten, wiederkommen. Kann man auch davor wieder Icons einkaufen, die dann wieder ansteigen. Also erstmal der Panik droppen, da kaufen wir ein und dann wieder ansteigen und die können wir dann halt auch wieder immer wieder wegflippen. Das ist so eine kleine Methode, womit man immer gut Coins machen kann. Ansonsten 87er habe ich gehalten, weil die halt nicht gestiegen sind, weil wir halt diesmal auch andere Anforderungen hatten. Und hier sehen wir es ganz kurz, 84er sind immer noch bei über 3. Ich kann euch nur mitgeben, es kann sein, ja, dass wir Richtung Mittwoch vielleicht ein Doppel 84 Plus Pack wieder bekommen. Das würde 84er wieder interessant machen, weil man da wieder 84er abgeben kann und muss für die SBC und dann werden sie noch mehr steigen und sie können auch in 2-3 Tagen, bei, wenn wir eine gute SBC bekommen, bei 3.700 bis 4.000 liegen. Aber ich würde nie zu gierig sein und wenn ihr die irgendwie für 1.8, 1.6, 1.7 oder wie viel auch immer geholt habt, macht ihr hier einen super Gewinn und würde ich hier erstmal auscashen. 85er habe ich euch ja für 5 mitgegeben, Freunde. Finde ich auch gut. Hier, ich kann euch einen kleinen Tipp geben und glaubt mir, es funktioniert. Wenn ihr seht, die kosten gerade 7.7, so 7.8 und teilweise auch 7.9, stellt sie alle, die ihr habt, für 8 rein. Die werden sich verkaufen. Nicht jetzt unbedingt nach einer Stunde werden die alle weggehen. Das ist so dieses leichte UV, das funktioniert immer. So 200, 300 Coins nochmal mehr und die Leute kaufen euch diese Spieler wirklich ab. Und hier kann man dann so ein paar Coins nochmal mehr rausholen pro Karte. 86er finde ich auch einen guten Anstieg, sind schon auf 12, 12,5. Kann man, wenn man hier gute Einkaufspreise getätigt hat, auch verkaufen. Ansonsten 87er, ja, 17.000. Ich behalte sie noch. Ich finde, die können auch auf Minimum 19 hochgehen, wenn da was Gutes in Zukunft kommt die nächsten Tage. Mein Einkaufszeitpunkt war auch so 16.000, deswegen, ich mache da gerade kaum Gewinn und deswegen werde ich die auf jeden Fall noch halten. Dann blende ich euch einmal jetzt Team of the Week Prediction 7 ein und hier kann man sagen, ich habe jetzt mal nur so mäßig die besten Spieler, die Highlights aufgeschrieben. Es könnte wirklich das beste Team of the Week bis jetzt in dem FIFA werden. Von Leipzig bekommen wir zum Beispiel entweder Xavi Simons mit 2 Vorlagen oder Raum mit einem Tor. Beide wären geil. Dann bekommen wir Harry Kane, also müssen wir ja, der hat 3 Tore geschossen und einen Scorerpunkt, also einen Assist getätigt mit einem absoluten Tor des Jahres, was er da erzielt hat, deswegen Harry Kane sollte auch drin sein. Dann haben wir Bellingham mit 2 Toren, könnte reinkommen, aber wir haben geleakt bekommen, bestätigt bekommen, Bellingham hat den POTM gewonnen, da wird jetzt auch die SBC die nächsten Tage kommen, deswegen sollte er auch keine Team of the Week Karte bekommen. Wir bekommen jetzt die SBC von Bellingham, das wird schon seine, ich glaube, 3. Special Karte, wenn wir gleich mal nachschauen, aber ich glaube Trailblazers, ein Inform und jetzt seine POTM Karte. Dann haben wir den Stürmer von Arsenal, werde ich jetzt nicht aussprechen, werde ich eh falsch aussprechen. Dann haben wir Talisca, der absolut rasiert mit Ronaldo zusammen mit einem Doppelpack. Mbappé mit einem Doppelpack könnte reinkommen. Ob es bei Mbappé mit einem Doppelpack reicht, wird schwer, weil da werden die halt einen Harry Kane bevorzugen. Oder einen Haaland, der 2 Tore gemacht hat und eine Vorlage erzielt hat. Dann haben wir Lozano mit einem Hattrick und eine Vorlage, sollte auch safe sein. Szoboszlai mit Doppelvorlage, Wirtz Torvorlage bei einem 2-0-Sieg, sollte auch reinkommen. Also es wird auf jeden Fall ein sehr cooles Team of the Week rauskommen. Hier seht ihr das auch nochmal so zusammengefasst mit ein paar Spielern, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, wie Dzeko und Giroud, glaube ich jetzt nicht, weil Mailand hat unentschieden gespielt, hat zwar einen Doppelpack gemacht, sehe aber da andere Spieler auf jeden Fall weiter vorne. Aber so könnte das Team of the Week ungefähr aussehen jetzt in der Woche, die kommt. Dann haben wir Centurion Team 2 Leaks, Freunde. Wir bekommen Musiala im Team Nummer 2. Bekommt dieses Jahr seine Karte vorab.
Letztes Jahr war es ja irgendwann die Team of the Season Karte, auf die wir alle gewartet haben. Ich glaube, weil er keine Future Star Karte oder so bekommen hat, was viele erwartet haben. Ja, jetzt bekommen wir Centurions Karte von Musiala am Freitag. Da bin ich auf jeden Fall auf die Stats und auf den Preis gespannt. Das ist kein hundertprozentiger Leak, sondern eher Gerüchte. Es sollte, wenn alles gut läuft, wenn die Trader die Leaker da nicht mit uns spielen, sollte Terry Ori am Freitag eine Centurions Icon Karte bekommen. Das wird unglaublich, Freunde. Was wird das für eine Karte werden? Klar, es wird nur ein +1 Upgrade, aber mit dem Ingame-Bild und so, es wird schon sehr, sehr verrückt. Und ja, auf jeden Fall Terry Ori wird am Freitag auch dann seine Centurions Icons höchstwahrscheinlich erhalten. Hier seht ihr das auch nochmal mit Bellingham, die Karte, die jetzt erscheinen wird, die SBC, die die Tage erscheinen wird. Wann ihr damit rechnen könnt, wird wahrscheinlich so der... Wann kam Kubo raus? War es auch ein Donnerstag oder ein Freitag? Eins von den beiden Tagen erwarte ich auf jeden Fall die La Liga POTM-Karte. Letzten Monat hat der Kubo gegen Bellingham gewonnen. Diesen Monat hat er den Sack zugemacht, hat ihn selbst wahrscheinlich abgefuckt und jetzt hat er es endlich geschafft. Dann bekommen wir immer noch den verletzten KDB, der wahrscheinlich dieses Jahr deswegen nicht so viele Special-Karten sammeln wird, bekommen wir als Centurions-Karte. Dann müssen wir kurz über eine Sache sprechen, die nichts mit Trading zu tun hat, aber mit FIFA, was sehr oder mit EA, ich sag immer noch FIFA, perfekt, mit EA, was sehr interessant ist, und zwar hat EA mehr oder weniger Momentum selbst geleakt. Und zwar, das geht gerade extrem rum auf, ihr seht, meine komplette Twitter-Timeline ist voll. Und zwar wurden bei einigen, wie es angezeigt, wird oben rechts, also meine Cam verdeckt ist jetzt hier, okay. Aber wie ihr es hier sehen könnt, wurde bei einigen in Full Champions, also während sie Full Champions gespielt haben, wurde oben rechts dann angezeigt, oder halt allgemein im Bildschirm angezeigt, dass mal die CPU-Schwäche dann irgendwie von Weltklasse auf High-Profi einfach geswitcht ist. Und das stand dann da so, Schwierigkeit Change zu Weltklasse oder Change zu Halbprofi, und hiermit wird dann einfach versucht, wenn man beispielsweise vorne liegt, ändert, keine Ahnung, EA Sports, warum auch immer, das so ein, dass eure CPUs, also den Spieler, die ihr da gerade nicht steuert, sozusagen, dass die dann einfach sich verschlechtern, dass die einfach die Schwierigkeit mitten im Spiel runterschrauben, dass der Gegner da mäßig noch eine Chance hat, wie ich das jetzt verstanden habe. Und wenn das stimmt, ist jetzt nur so einfach eine News-Sache, die jetzt gerade einfach rumgeht, weil das bei einigen stand und das, keine Ahnung, wie das rauskam oder EA da irgendwas einen Fehler gemacht hat und das angezeigt wird. Aber wenn das stimmt, boah, Jungs, also das, was wir alle eigentlich vermuten, wurde dann für uns offengelegt, bestätigt sozusagen, weil für mich ist es, für mich ist es klar, dass irgendwas da gibt, weil es kann, also so viele Jahre zockt man schon das Teil, und keine Ahnung, ihr kennt es ja alle, dass der Gegner keine Chance hat, auf einmal wird er in den nächsten 10 Minuten zum Überpro, macht euch komplett fertig und ihr denkt, hä, ich habe ihn da doch gerade noch komplett dominiert, oder dass kein Ball bei euch reingehen will und der Gegner braucht einen Schuss und ein Tor, somit versucht man den schwächeren Spielern auch ein Erfolgserlebnis zu geben, das ist ja das gleiche wie SBMM, für die Leute, die irgendwas mit Call of Duty am Hut haben, sage ich mal, oder hatten, wissen auf jeden Fall, wovon ich rede, dass man da das mit dem Matchmaking oder halt versucht, den Schwächeren so eine Chance zu geben, wenn man gegen den Besseren spielt. Was halt sehr, sehr unfair ist, wenn das stimmt, und das sollte auf jeden Fall nicht sein. Aber ja, das kam auf jeden Fall jetzt raus. Dann reden wir kurz über Investments, weil ich immer noch die Nachricht bekomme, heute noch auf Instagram repostet, hey Robby, in was kann man investieren? Und ich habe vor 2 Tagen, ich blende es euch jetzt einmal ein, Video gebracht, diese Karten explodieren komplett oder so heißt es. Das Video ging, ich glaube, irgendwie 25 Minuten lang nur um die Champions League Karten, weil ich hier das meiste Profit in den nächsten Wochen und Tagen sehen kann und werde. Und ich habe euch sehr, sehr viele Spieler mitgegeben, die auch schon ein Stück gestiegen sind. Openda beispielsweise bei 280 mitgegeben, ist jetzt wieder bei 291. Kalulu bei 150 ist auch nochmal gestiegen. Bruno Fernandes bei 100. Und die sollten aber noch gar nicht so groß steigen, weil Champions League erst übernächste Woche stattfindet. Also nicht diese Woche, so rum, sondern nächste Woche stattfindet. Das wäre dann hier der Dienstag und Mittwoch nächste Woche. Und deswegen werden sie jetzt Richtung Wochenende wieder steigen, einige Karten. Und warum sie steigen und wer steigen sollte, habe ich in dem Video mitgegeben. Und das gilt immer noch als Investitionsmitgabe, sage ich mal, die ich euch mitgeben kann, weil das jetzt in den nächsten 7 Tagen die sichersten und besten Investments sind. Warum das die sichersten sind, wir gehen auf Black Friday zu. Black Friday ist in 26 Tagen am 24. November hier und bis dahin wird der Markt komplett einbrechen. Team of the Week Karten werden einbrechen, wenn EA wieder so ein Best of Team of the Week raushaut. Icons werden fallen, also da wird gefühlt alles fallen. Bis dahin bekommen wir noch extrem viel Content und Futter wird immer interessanter, vor allem 83er, 84er, 85er Futter.
aber auch höheres Futter, wenn dann beispielsweise ein Icon-Pack droppt und dann auch ohne Max-Anforderung, dass man einfach so ein Icon droppt oder sagt, ey, 90 plus Max oder sowas in die Richtung. Auf jeden Fall wird der komplette Markt droppen und es ist schwer, euch hier was mitzugeben. Deswegen habe ich euch diese Woche auch keine Team of the Week Investments mitgegeben. Ich hätte euch beispielsweise gerne Goretzka mitgegeben oder einen Griezmann, den man sich auf jeden Fall mal einpacken kann, oder Frimpong, die dann steigen, nachdem sie aus den Packs gehen. Aber vor allem bei Goretzka ist es sehr schwer, weil wir ja gerade die Evolutions bekommen haben. Es gibt gerade kein Interesse irgendwie für die meisten Mittelfeldspieler, sich auf den Markt zu kaufen, ihr Team zu upgraden, weil man hört aus jeder Richtung irgendwie, ey, Richtung Black Friday droppt der Markt. Zweitens nehmen sich dann viel mehr Leute eher so eine Centurions-Karte mit, wo man vielleicht trotzdem mal 150 ausgibt, aber danach eine spielbare Evolutions-Karte hat. Hier seht ihr das Beispiel mit Llorente, wie der am Ende aussehen würde. Der kann sogar auf der ZM-Posi spielen. Und hier hätte man dann auf der ZM-Posi einen Llorente mit Rullet Gang Stats mit 92 Tempo. Und viel mehr investieren dann halt eher einmal 150k und nehmen sich so einen mit, anstatt sich einen Goretzka Tradable für 157 auf dem Markt zu kaufen. Also Centurions Mittelfeld hat die Woche gut dafür gesorgt, dass Mittelfeldspieler nicht so gerne gekauft werden. Deswegen habe ich euch einen Goretzka auch nicht mitgegeben als Investment. Und allgemein das Interesse einfach zum Kaufen gerade nicht so am Start ist. Die Leute gehen halt auf Free Evolutions gerade eher, bauen sich mehr Untrade-Teams und wir merken, wir gehen Richtung Black Friday und wir machen jetzt bis Ende November immer mehr den Downfall und deswegen würde ich euch gerade nichts mit Team of the Week Investments und so mitgeben, weil wir eher auf Nummer sicher gehen wollen. Ich mache die Tipps ja auch nicht für ein, zwei Leute und wenn ich dann auf Masse sage, ey, holt jetzt Goretzka, dann steigt der vielleicht im Hype, weil ich das mitgebe, aber wird auch genauso schnell wieder fallen. Und deswegen muss man da auf jeden Fall aufpassen, oder ich, was ich euch da mitgebe. Und bin gerade eher so, das ist so der typische November, ey, wir kaufen lieber Futter ein, wie gestern, und machen da alle zusammen unsere Coins. Umso mehr Leute, also umso mehr Spieler ihr eingekauft habt, umso mehr Coins habt ihr auch dann gemacht. Und warten lieber mal ab. Es kommen immer mal wieder neue Centurions Leaks. Dazu könnt ihr Link Investments kaufen. Immer noch. Ich hoffe immer noch, dass ein Messi geleakt wird für Team 2. Und sollte das so sein, Freunde, dann wird ein Beispiel, wenn ihr das seht, ey, Messi wird geleakt, denkt an mich und nehmt euch einen Acosta mit. Der geht dann im Hype ganz schnell mal auf 14.500, 15.000 hoch. Oder auch ein Beasley, der dann interessant wird für einen Messi. War perfekt. Ich wusste, das geht jetzt nicht. Egal, ich zeige euch mal auf jeden Fall, wie ihr die Spieler findet. Haben wir zum Beispiel Messi, der geleakt wird, dann, ich sage ja immer, ey, schaut nach Link Investments. Und ich zeige euch mal, wie ihr diese Link Investments findet, wenn ihr am PC das zumindest so macht. Ich weiß nicht, wie es am Handy ist. Habt ihr hier Links. Drückt ihr drauf, habt ihr einmal Perfect Link. Hier kommen so ein paar Karten, die nicht so interessant sind. Das sind halt eher Strong Link. Ist sehr interessant, sage ich mal, für uns. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch hier Weak Link. Aber vor allem Strong Link ist immer so mit am interessantesten zum Investieren. Und ihr seht ja zum Beispiel auch einen Acosta, den ich euch eben mitgegeben habe. Hier hätten wir einen Donovan, der interessant werden würde. Beasley, Dempsey und vielleicht noch Campos, der auch noch in Frage kommen würde. Aber eher so Dempsey, Beasley, Donovan und Acosta. Sagen wir mal ganz random. Warte mal, wir schauen mal so, wen wir hier finden. Neymar, hier. Sagen wir, Neymar bekommt eine Centurions-Karte. Dann würde ich auch hier ganz schnell auf Links gehen, auf die Strong Links gehen und ja, Footbin, Bro. Einmal mit Profis arbeiten. Bei Neymar hätten wir zum Beispiel einen Al-Olbayran, der jetzt hier bei 500.000, richtig 550.000 liegt. Talisca könnte auch im Hype steigen, der auch bei Ronaldo gestiegen ist. Ihr erinnert euch, als Ronaldo geleakt wurde, als Trailblazer-Karte wurde. Ey, Footbin ist so krass, ne? Guck mal. Naja, Freunde, zusammengefasst, Footbin macht es nicht mit. Also, die wollen nicht, dass ich es euch erkläre. Ihr habt es gesehen, wo ihr das findet. Schaut unter Strong Links ein paar Links. Vor allem halt die günstigen. Sagen wir an Ronaldo, der allgemein nicht so viele Links in der Saudi hat. Da ist ein Talisca in Form sehr interessant geworden. Hat irgendwie 16, 17 gekostet. Ist halt dann für viel mehr Leute interessant. Aber logisch gesehen, kauft man sich kein Ronaldo für 1,3 Millionen und linkt den dann mit einem Talisca, der 16.000 kostet und nicht mal unbedingt spielbar ist. Das war dann eher so ein Hype-Ding. Auch mit Acosta, das wird dasselbe sein. Wenn Messi geleakt werden würde, dann würde ein Acosta vielleicht von 12 auf 15, 16 hochgehen, weil einfach da der Hype arbeitet oder wir mit dem Hype arbeiten und da müssen wir halt immer schnell mit dem Einkaufen sein. Sollten halt andere Karten geleakt werden, schaut nach Links da hingegen und kauft dann gerne mal die Links ein, die können ganz gut immer im Hype steigen, kommt immer darauf an, welche Karte, ne? Der eine mehr, der andere weniger, aber das ist so eine Methode, wo man auch, sage ich mal, ohne Risiko mit den Leaks und so immer schnell Coins machen kann. Wer Bock hat, kann mir gerne auf Instagram folgen, TheRealPaints. Ich werde diese Woche alle neuen Leaks immer direkt auf Instagram posten, damit ihr die neuesten Leaks habt. Und dann müsst ihr euch halt nur für die Links umschauen, sage ich mal, zum Einkaufen. Aber die werde ich dann diese Woche für das Team Nummer 2 alle in meine Story hauen. Dahingegen folgt mir gerne auf Instagram. Dann will ich euch auf jeden Fall nochmal kurz erinnern, darüber reden wir aber nächste Woche nochmal ausführlicher, da kommt ein extra Video. Das Best of Team of the Week, was ich eben kurz angesprochen hatte, wird es auch wieder dieses Jahr geben. Da kommen so die besten Team of Greeks, die es bis zum Black Friday Punkt
gibt, Indie-Packs nochmal zu ziehen. Also die werden dann innerhalb oder für ein paar Tage auf jeden Fall dann erstmal wieder zu ziehen sein. Und hier kann man schon mal sich umschauen, welche Team of the Week-Karten da auf jeden Fall reinkommen können. Wie zum Beispiel auch dieses Jahr wieder, also wie letztes Jahr ein Salah, der schon eine Team of the Week-Karte hat, der da auf jeden Fall reinkommen kann. Ein Griezmann fällt mir noch ein, den wir gerade ein Team of the Week haben, aber, oder halt auch ein Bellingham, der kommen sollte. Auf jeden Fall, damit ihr mal De Bruyne habt. Der war letztes Jahr im Best of Team of the Week und sein Graf vom ja, nehmen wir mal ungefähr den Zeitraum, wie wir es heute haben, der 30. Oktober, da war er bei 717, hat die Anfangs-November-Woche noch ganz gut durchgestanden, war dann auf 693, eine Woche später auf dem 8. Dann kam der erste Einbruch, weil ich glaube mal die erste Panik hat so ein bisschen stattgefunden. Hier sind wir von 693 auf 633 gegangen und dann, jetzt kommt das Entscheidende, von dem, warte mal, 15. November auf dem 17. ist er von 670 auf 448. Das war der dicke Crash, wo jeder verkauft hat. Danach sind sie wieder gereboundet, weil wenn die gut, also wenn die Karten einbrechen, kaufen wir wieder ein, weil auch die wieder einen Rebound haben werden. Jetzt natürlich nicht allzu stark, aber er ist dann wieder leicht gereboundet auf knapp 500.000. Und letztes Jahr war Black Friday am 25. November und ihr seht, was dann passiert ist, als dann die Packs kamen. 260.000 oder sogar hier 250.000 dann auf dem Sonntag und am 25. hier kamen sie in die Packs und ihr seht ihr das von 750 auf 250, 500k gedroppt und das wird mit den ganz teuren Team of the Week Karten wieder passieren, die werden um hunderte tausend von Coins einbrechen bis Ende November, bis zu Black Friday halt am 24. und ich glaube, dass der Crash so in den nächsten 7 bis 10 Tagen anfängt, damit dass die Team of the Week Karten vor allem einige, die dann verkaufen werden, einbrechen werden. Deswegen sage ich es euch, umso früher gebe ich euch Bescheid, dass ihr hier auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Team of the Week Karten habt, die eine Chance haben, ins Best of Team of the Week zu kommen, dass ihr die lieber erstmal verkauft. 19 Uhr Content, Freunde, und wir haben Mudryk und Kulusevski bekommen. Das wird hier, das ist so eine Showdown-SBC. Holt ihr Showdown Mudryk aus der Premier League zwischen dem Duell Tottenham und Chelsea. Hat man einmal ohne Ingame-Bilder, warum auch immer, weil das gerade wahrscheinlich wieder rumbackt. Kulusevski mit einer 85 bei einem Unentschieden, plus 1 für beide Karten. Bei einem Sieg für die jeweiligen Spieler dann ein plus 2 Upgrade. Hier muss man schauen, Tottenham ist erster Platz. Chelsea ist jetzt nicht unbedingt Favorit. Die haben sich jetzt so ein bisschen wieder gefangen, haben trotzdem jetzt zu Hause 2-0 gegen Brentford verloren. Könnte mir aber hier sehr guten Unentschieden bei dem Spiel vorstellen. Klar, bei einem Sieg, wenn wir jetzt nur auf Sieg gehen, finde ich, sieht Mudryk interessanter aus als ein Kulusevski, weil er dann irgendwie 95 Pace hat und 82, 83 schießen. Finde ich eine sehr, sehr coole Karte. Kulusevski würde vielleicht so Richtung 90 Pace gehen mit 83, 84 schießen. Wäre auch nicht so schlecht. Das ist auf jeden Fall der Content von den Showdowns. Hier haben wir 84er und 86er Team bei Mudryk. Und ich schätze mal, bei Kulusevski haben wir nur eine SPC. Das wird dann ein 86er Team sein, weil halt Mudryk auch ein Stück stärker ist, muss man hier sagen. Und wenn er dann ein Upgrade bekommt, ne, könnte es sich auf jeden Fall lohnen. Muss man aber halt schauen, weil Tottenham auf jeden Fall hier der Favorit sein wird. Dann haben wir die Centurions Upgrade Crafting SPC bekommen. Und das ist ein Big W. Wir werden auch wieder streamen. Dienstag, also morgen oder übermorgen, geht es wieder los mit den Streams. Und hier steht es, Meister diese Challenge, um Fortschritte beim Aufgabengruppenbonus für Centurions Crafting zu erzielen. Man kann sie 100 Mal abschließen, warum auch genau 100 Mal, erkläre ich euch jetzt gleich. Bleibt für einen Monat und wir müssen 11 Goldkarten abgeben, oder? Ja, 11 Goldkarten, also Non-Rares werden jetzt wahrscheinlich gut immer UV weggehen für 500-600 Coins oder werden sich auch gut für allgemein 500-600 Coins verkaufen. Für einen Pack bekommen wir 3 seltene Goldspieler, aber das ist gar nicht so das, warum ich sage, ey, mach das. Umso interessanter wird es dann, wenn wir unter SBCs gehen und dann unter, warte nicht SBC, sorry, sondern unter Ziele und dann unter Meilensteine, hier seht ihr das, haben wir die Crafting, warte mal, zack, die Crafting Upgrade SBC. Da EA das nicht hinbekommt auf der Playstation, weil unter Belohnung steht gerade einfach gar nichts, deswegen zeige ich euch das unter der oder in der Web-App. Hier sehen wir, wenn wir die SBC 10-mal abschließen, bekommen wir ein 15k-Pack, 20-mal abschließen auch ein 15k-Pack, 3-mal auch. Viermal gibt es ein 30k-Pack, natürlich alle Packs untradable. Dann haben wir wieder ein 30k-Pack bei 50 Abschlüssen. Also so kann man nebenbei die Packs machen und bekommt auch immer mal wieder so Packs zurück. Das sind jetzt nicht die allzu heftigen Packs, aber wer Bock hat, das zu craften, die haben wir bei 70 Abschlüssen 83x3. Schon interessanter, muss man sagen. Bei 80 Abschlüssen haben wir ein 83x3, also auch dasselbe wieder. Dann haben wir ein 84x2 bei 90 und bei 100 gibt es ein 80x10-Pack. Und ganz am Ende das Gruppen
Pack, sage ich mal, wenn wir alle 100 Mal, also die Packs 100 Mal abgeschlossen haben, bekommen wir noch ein Jumbo-seltene Profi-Pack, also sprich ein 100k-Pack, kann man sich mit der Zeit, sage ich mal, ercraften. Ich sage jetzt nicht, ey, geht da hin und macht alle Packs jetzt, sondern ein cooles Ding für nebenbei, finde ich, ist gar nicht so verkehrt. Ansonsten haben wir nichts bekommen. Das war ja eigentlich ein ganz guter Content-Tag. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin erstmal raus, haut da rein und peace. Straight, but guess, choking my neck like a neck.